Was treibt dich eigentlich so früh hierher? Ich hab's sonst nicht mehr ausgehalten. Doch nicht wegen mir, oder? Eingebildeter Macho. Hey, das ist nur mein gesundes Selbstbewusstsein. Du bist aber früh auf. Eine heiße Senorita nach der anderen. So fängt der Tag richtig gut an. Du? Ich wollte dich überraschen. Ist das nicht ein bisschen früh für Überraschung? Ich dachte, wir könnten zusammen zur Schule gehen. Und außerdem wollte ich dir was zeigen. Fällt dir was auf? Bisschen zugelegt vielleicht? Bist ja bloß neidisch. Das ist eine neue, super, ultra, mega geil sitzende Jeans. Und rate, wer beim Aussuchen geholfen hat. Anscheinend irgendjemand, der eine Kneifzange hatte, um dich da reinzuzwingen. Viel besser. Ramon. Der macht den echten Blick. Ein Griff und hat das richtige Teil in der Hand. Bei so einer Figur ist das überhaupt kein Problem. Naja, dann viel Spaß noch. Ich hab noch was zu tun. Sag mal, kennst du die Hosen eigentlich auch so gut aus? Ich kenne mich überall gut aus. Ich brauche nämlich noch eine neue und ich habe überhaupt keine Ahnung, was zu mir passen könnte. Na, ich schon. Ich glaube, ich habe da schon was ganz Bestimmtes im Kopf. Also ich finde, Ramon sieht von Tag zu Tag besser aus. Und vor allem, der lächelt jetzt immer so niedlich. Ist das mal aufgefallen? Mir fällt was ganz anderes auf. Ach, und der ist immer gut drauf. Also, der hat wirklich den Megacharme gepachtet. Wenn der heil sagt, dann bin ich völlig heil. Den Spruch solltest du dir patentieren lassen. Na, wenn das so weitergeht, dann kann ich bald nichts anderes mehr denken. Ja, das merke ich. Seit wir aus der Schule raus sind, hast du genau 123 Mal Ramon gesagt. Ich habe mitgezählt. Können wir nicht mal über was anderes reden? Du redest doch auch immer von deinen Kerlen. Wenn du Florian meinst, er ist zufällig mein Kerl. Und du bist noch nicht mal mit Ramon zusammen. Oder habe ich irgendwas verpasst? Das braucht Zeit, das braucht Zeit. Er bleibt ja noch ein Jahr. Genau. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann gehe ich mit ihm zurück nach Venezuela. Du hast so einen Schuss. Quatsch. Ich bin halt nur verknallt. Da bin ich ja beruhigt. Hi. Wo willst du denn hin? Ich habe dich gesucht. Sag das nochmal. Hinter ihr, wenn wir allein sind. Hallo. Wie geht's dem Knie? Alles wieder in Ordnung. Und habt ihr schon was vor? Nö. Ich hätte euch da eine super coole Show zu. Die haut euch echt aus den Socken. Hinterher ist nichts mehr, wie es mal war. Und da willst du uns mit hinnehmen? Klar, aber alles top secret. Nur für Szene-Spezialisten, okay? Aha, du bist informiert. Klar, nichts geht über gute Connections, ha? Der Mann hat's drauf. Der Top-Act geht an der Severinsbrücke ab. Sechs Spitzen-Chaos-Sprüher und dieser graue Betonpfeiler. Die Graffitis hauen das Ding voll raus. Ist das nicht eigentlich verboten? Logisch. Aber sonst macht's ja keinen Spaß. Hm? Signorin. Ich präsentiere Ihnen ein Meisterstück von der italienischen Eisbecherkunst. Unser Modell Michelangelo. Ja? Ah, prego, Signor. Ich verrate Ihnen jetzt ein großes Geheimnis. Diese Eisbecher ist gemacht nach einem uralten Rezept von meinem Papa, die sie von deinem Papa, von dem Papa, von meinem Papa bekommen, gegeben hatte. Capito? Schon klar. Und dieser Papa, von meinem Papa, von meinem Papa, der Papa, war der große, magnifico Meister Michelangelo. Und er hatte eine Beschäftigung, die Amore. Eisbecher, 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 Eisbecher. Er war verrückt nach Eisbecher. Aber nicht so verraten ist ein großes Geheimnis. Na, wie war ich? Toll. Ich war Weltklasse. Besser als diese Heini aus der Kaffeewerbung. Ist das toll. Endlich mal keine Leute auf der Bude. Nur wir zwei und Michelangelo. Gut, dass Ramon mal anderweitig beschäftigt ist. Ramon und Lena, das Traumpaar. Sie strahlt wie ein Testbild, wenn er nur näher als 3 Meter an sie rankommt. Ich versteh's zwar nicht, aber Hauptsache, wir haben unsere Ruhe. Findest du nicht? Ja, doch. War echt geil. Die Farbe frisst sich langsam in den Beton herein. Wahnsinn, wie das dann leuchtet. Tja, für den Eisbecher seid ihr dann leider zu spät. Dafür hatten wir einen wunderschönen Nachmittag am Rhein. Hm? Wie schön war er denn? Die Graffitis waren echt geil.
Und der Rest auch ganz okay. Kann man wohl sagen. Oh, bin ich müde. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in mein Zimmer und penne eine Runde. Buenas noches, amigos. Warte. Was gibt's? Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das war echt schön heute. Können wir jederzeit wiederholen. Sonst noch was? Ja, dann träum was Schönes, Honey, okay? Wir sehen uns. Also, ich bin dann nochmal weg. Wohin gehst du denn? Zur Severinsbrücke. Da ist doch jetzt gar keiner mehr. Ach, die Sprayer sind bestimmt noch da. Außerdem gibt es jetzt ultra geile Farben, die leuchten im Dunkeln. Na toll. Tut mir wirklich leid, dass ich nicht im Dunkeln leuchte. Hey. Tschüss. Tschö. Ciao. Ramon war total süß heute. Wir haben echt einen Heidenspaß gehabt. Oh Gott, fängst du schon wieder damit an? Zwischen uns hat's total gefunkt. Also wenn er mich anguckt, das ist Wahnsinn. Ich kriege immer total weiche Knie und bei seinen Blicken fange ich echt an zu zittern. Lena, Schatz, das war die Straßenbahn. Wenn die über die Brücke fährt, wackelt alles. Zwischen uns ist es einfach super genial. Das merkt man sofort, das passt. Ach, und hat er es auch schon gemerkt? Ja, sicher. Das sieht man doch. Also ich habe nur gesehen, wie er sich fast alle Knochen verrenkt hat, bloß um dich nicht küssen zu müssen. Aber so Nase an Nase zum Abschied ist doch auch was Feines. Du kannst halt Nacht von träumen. Wovon träumst du heute Nacht? Willst du jetzt ablenken? Überhaupt nicht, aber von Florian träumst du doch wohl bestimmt nicht, oder? Was soll denn das? Ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt soll. Ach, tu doch nicht so. Florian und du und eure wunderbare Liebe, das ist doch alles so verlogen. Sag mal, spinnst du jetzt, oder was? Ich weiß genau, warum du mir Ramon nicht gönnst. Ach, so ein Quatsch. Ist mir doch scheißegal, mit wem du rummachst. Eben nicht. Ach, und wieso nicht? Weil du selber auf Ramon abfährst. Deswegen. Wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Ich kann doch eins und eins zusammenzählen, Mensch. Naja, in Mathe warst du ja noch nie eine Leuchte. Haha, sehr witzig. Ich bin doch nicht blind, ich hab doch gesehen, wie du Ramon angestellt hast. Lass doch Hallus. Ramon hat dir nicht nur den Kopf verdreht, anscheinend hat dein Gehirn auch was davon abbekommen. Und warum regst du dich denn jetzt so auf? Weil ich mir so einen Schwachsinn nicht anhören muss. Das ist kein Schwachsinn, das sind Tatsachen. Tatsache ist, dass ich mit Florian zusammen bin. Wenn das mit Florian dir so wunderbar und toll ist, warum musst du Ramon dann so hinterher gucken? Die sind heute fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Halt doch die Klappe, Lena. Gib's doch wenigstens zu, dass du auf ihn abfährst, Mensch. Bist du fertig? Nein, noch nicht. Du bist nämlich nur sauer, weil du bei ihm nicht ankommst und keine Schnitte kriegst. Okay, 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 wenn's dich glücklich macht, Lena. Ramon steht total auf dich. Genau, hast ausnahmsweise mal recht. Deswegen geht er auch immer auf Tauchstation, wenn du ihn küssen willst. Das ist doch gar nicht wahr! Tja. Am besten, du gehst morgen gleich zum Psychiater und erzählst ihm, dass alle Männer dieser Welt auf dich stehen. Fass mich bitte nicht an. So eine Krankheit würde ich wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Könnte chronisch werden. Hola, señoritas. Was ist denn hier los? Ich hab keinen Bock, stundenlang den Clown zu spielen. Deswegen bin ich nicht extra nochmal aufgestanden. Hat's euch die Sprache verschlagen? Hey, kann ich irgendwie helfen? Vielleicht ein kleiner Ringkampf? Frauen catchen im Schlamm? Hey, ich mache auch gern den Schiedsrichter. Anna der Hammer gegen Screaming Lena. Wie wär's, wenn die Klügere einfach nachgibt? Hm? Frag sie, sie weiß eh alles besser. Zu dem Thema sage ich nichts mehr. Was denn für ein Thema? Also ich schlage vor, wir ziehen jetzt alle unsere Jäckchen an und gehen eine Runde um den Block. Keine gute Idee. Wie wär's, wenn wir ein paar Bierchen trinken gehen? Vielleicht könnt ihr ja dann mehr reden. Mit der? Niemals. Vergiss es. Kimi war da un attack. Ramon! Was willst du denn hier? Das kann mir doch wohl egal sein. Ich wohne hier. Ramon schließt nicht auf. Ach Gott, das hätte ich ja glatt vergessen. Ihr seid ja so gut wie verlobt. Das kann mir doch wohl egal sein. Ich wollte Ramon zur Schule abholen. Ach, jetzt willst du es aber wissen. Hm? Auch bestimmt auch mit Pausenbrote tauschen und Händchen halten und so, damit auch ja alle denken, dass ihr zusammen seid. Hm?
Das geht dich überhaupt gar nichts an. Ach Mann, ihr seid das Traumpaar des Jahrhunderts. Nur schade, dass Ramon noch nichts davon weiß. Morgen, Mädels. Na, Kriegsball begraben, alles geklärt? Oh, Verzeihung. Wäre ja auch zu schön gewesen. Überhaupt nichts ist geklärt. Ich wüsste auch nicht, was es da zu klären gäbe. Schlagt euch, beißt euch, kratzt euch die Augen aus. Aber bitte ohne mich, okay? Warum bist du denn jetzt so sauer? Ich bin nicht sauer. Ich hab bloß keinen Bock mehr auf eure Zicken. Florian ist echt clever. Der ist alleine zur Schule gegangen. Und genau das mache ich jetzt auch. Schönen Tag noch. Verschwitzt. Ja, ich bin auch total erledigt. Aber der Einsatz hat sich gelohnt. Sie haben die Typen sowas von abgezockt. Gratuliere. Und wie wär's mit einer Dusche? Zu zweit? Oh, was beim ersten Mal gut war, kann beim zweiten Mal ja nicht verkehrt sein, ne? Du störst. Ach, nein, komm rein. Was gibt's? Ich such jetzt hier den Raum von Star Quest 3. Müsst ihr irgendwo rumfliegen. Sekunde. Übrigens, bin ich gestern im dritten Level durch Skytor bis zum Heaven's Gate und dann kommt ein scheiß Star Trooper von hinten und pum, weg war ich. Wo willst du denn hin? Hey, was ist denn mit dir los? Keine Ahnung. Vorhin war sie noch ganz normal. An sich sehen die Mädels ja ganz niedlich. Aber manchmal gehen sie einem ganz schön auf den Zeiger. Ach du, so ganz ohne Mädels finde ich es auch langweilig. Aber ab und zu hat jeder mal eine Pause verdient. Wieso Pause? Ich hab die Idee. Wir machen heute Abend einen drauf. Nur wir beide. Wir spielen eine Partie Pool, kippen zwei, drei Biere. Keine Mädels. Keine Diskussion, nur Fun ohne Ende, hä? Ist eine Überlegung wert. Ach was, schon überredet. Lieber Fun ohne Ende als Frauen ohne Ende. Hey.